Hallo und herzlich willkommen mal wieder hier zu einer neuen Folge von meiner tropischen Karte. Und hier ein kurzes Video von mal wieder so einem kleinen Schönbauprojekt. Und zwar soll die ganze Geschichte so eine Universität darstellen. Ja, mit so einem großen Hauptgebäude und die, ja, so ein paar Häuser, wo die Studenten denn so wohnen, ne? Mit Parkplatz und allem, was dazugehört. Ja, schön angelegte Anlage. Ja, aber so ein Gedanke mal könnte ja noch passen auf der Karte. Und nimmt auch ein bisschen Fläche weg. Und wie ich mir sage, gehen mir so langsam die Ideen aus. Aber das war noch so eine auf meiner Liste. Und ich denke, das ist ganz ordentlich geworden. Wie das Ganze entstanden ist, sehen wir jetzt. Und zwar erstmal natürlich, ja, hier ein Stückchen Platz dafür ausgesucht. Und diesmal natürlich ein bisschen vorteilhafter den Boden geglättet. Nicht wie letztens bei der Stadt am Berghang, da war das alles ein bisschen schwierig. Hier wollte ich es mir ein bisschen einfacher gestalten, wird es also erstmal sehr gerade immer. Und gar ein bisschen angemalt, nur der Optik wegen, dass man erstmal erkennt, was man da macht. So, anfangen sollte natürlich mit dem Haupthaus, was ich hier aus mehreren Gebäuden, was haben wir hier, ihre A-Gebäude, kommerzielle Gebäude zusammengestellt habe. Ja, sah mir dann ein bisschen komisch aus, deswegen habe ich hier noch ein paar mehr aneinandergereiht und auch so sah das hintere noch so einzeln aus, deswegen ist mir der Gedanke gekommen, da kann man doch ein bisschen was machen, da ist ja schon so eine Skalierung bei in allen möglichen Richtungen. Jetzt wollte ich das Ganze so ein bisschen mit einem anderen Dach versehen, dass es ein bisschen zusammenhängender aussieht alles. Gut, manchmal ist es so, da muss man dann noch mal ein bisschen abreißen. Die habe ich jetzt ein kleines bisschen breiter gestaltet, dass dass das Dach nachher letztendlich dazwischen drin fällt und mir nicht die Front sozusagen versaut. Hier auch noch ein bisschen angepasst, ein bisschen breiter. Und jetzt eigentlich das, was ich gerade probiert hatte. So ein Giebel nochmal drüber gesetzt. Ich denke, das sieht ganz ordentlich aus und macht einen ganz anderen Eindruck schon. Boah, wie immer alles schön mit Wege versehen. Ja, muss ja sein. In der Mitte vielleicht so einen großen, der als allgemeiner Zuweg fungiert letztendlich. Ja. Ah, kann ja alles ein bisschen gepflegt und ordentlich gemacht sein, ja. Straße vorne sollte ein bisschen extra angeführt werden. Ja, sieht doch schon mal ganz angenehm aus. Jetzt habe ich mir hier so wahllos irgendwelche Häuser zusammengesucht, wie das so in diesen Universitäten, gerade in den amerikanischen, ja üblich ist, diese Verbindungen oder wie man sie so nennt, diese Gruppierungen, die sich dann da immer so bilden von den Studenten. Die sollen halt in diesen Dingern wohnen hier in diesen Häusern. Ja, das habe ich dann genau, doch nochmal abgerissen. Ja, weil das alles ein bisschen ungerade war und auch die Häuser, das sah mir ein bisschen blöder aus, dass sie so dicht da dran standen. Die sollten lieber noch einen eigenen Zuweg bekommen und auch ein bisschen Grundstück kommt nachher so also drumrum. Erstmal den Anschluss machen. Also zu allen möglichen Seiten an die Straßen rangeführt werden. Erstmal nicht da, habe ich mir so gedacht, sondern erstmal hier unten in diese Richtung. Genau. Da war schon mal einfach, aber hier ist blöd, weil ich kam irgendwann nicht über die Gleise rüber. Aber dann ist es halt so, da muss man halt wieder auch mal ein Stückchen abreißen und das nochmal neu ein bisschen anpassen. Höhe anpassen, dass da nicht so richtige Dellen entstehen. Genau in der Richtung auch nochmal eine Straße. Auch so, dass da nicht so viele Hügel entstehen. Und dann wollte ich vor allen Dingen noch eine, sozusagen hinten um Einfahrt dort machen. Kommen nachher noch ein paar, genau solche Gebäude hin, hier so ein paar Werkstätten oder so, die vielleicht so als den Hausmeister dienen oder whatever. Ja. Diese Zäune sind ja auch immer sehr schön. Oder für die Tor, die dazu passenden Zäune, baut sich halt nur ein bisschen schlecht.
Aber hier für den vorderen Bereich, ja, kann man die ja mal nehmen, ja. Ja, dann natürlich erstmal den Rest dann mit den normalen Zäunen, die sich da ein bisschen einfach bauen lassen, weitergemacht. Ein bisschen einzugrenzen, die ganze Geschichte. Naja, ein bisschen begrünen und da rennen doch schon die ersten Leute rum. Das heißt, ich habe also irgendwo schon so ein paar Besuchermagneten gesetzt. Ja, wieder typisch ist auf so einem Campus, so ein paar Bänke unter den Bäumen dort. Ja, und jetzt auch die Eingrenzung der einzelnen Wohnparzellen hier sozusagen. Ja, Zäune sind immer gut. Ja, Zäune machen Schatten und Zäune sehen ordentlich aus. Ja, ich habe so gedacht, lass mal in der Mitte ein bisschen was stehen. Soll ja nicht befahrbar sein, die ganze Geschichte. Wenn ja jeder Zaun schon mal da war, kann man ja mal ein Stück lassen. Ja, hier sollte der Parkplatz entstehen. Ja, da ist dann einfach hinten drin irgendwo ein Stück Zaun weg. Da hinten sieht man die Lücke. Ach, habe ich nachher noch wieder geschlossen. Bisschen merkwürdig. Ja, ein bisschen anders texturieren den Parkplatz. Soll ja also, wie gesagt, ein bisschen gepflegter hier wirken. Ja. Auch die Rasenflächen, okay, alle ein bisschen ordentlich gestaltet. Sieht schon mal ein bisschen schön aus. Ne? Ja, gerade so die Zitronenbaum oder die Akazie sind ja so meine Lieblingsbüsche, die man so in den Boden rammt, um da so ein bisschen die Büsche zu erzeugen. Genau, da muss auch noch weiter eingezäunt werden. Hinten war ich mir noch nicht sicher, deswegen ist das hier noch nicht angemalt, aber das mache ich gleich. Jo. Zeig mir, dachte, ach nee, komm, erstmal grün. Das passt schon. Wenn man irgendwas anders macht, kann man ja immer noch ein bisschen was wegmalen. Ja, hier dachte ich so ein bisschen, vielleicht so ein Tümpel. Sehr flach natürlich angelegt. Und so ein bisschen Fläche weg macht ja Sinn. Ja. Das hätte ich ja da noch sonst noch hinbauen müssen und Wald ist ja drumrum. Also noch mehr Bäume ist auch wieder blöd. Bisschen Springbrunnen und einfach so ein Betonsockel drunter. Also natürlich irgendwie schwebt da die ganze Geschichte. Also nochmal weg und jetzt habe ich hier den Boden nochmal ein bisschen auf Höhe gebracht. Dass das halt so aussieht, als ob da irgendwie unter Wasser zumindest in so ein Betonsockel angelegt wurde, wo die Springbrunnen drauf sich befinden. Ja, auch hier. Etwas Grünzeug und vielleicht so ein bisschen Rückzugsbereiche für die Studenten. Ein paar Lounges. Die sollen es ja gut haben. Ne? So, und dass sie da auch ihre Ruhe haben, wird noch ein bisschen mehr eingegrenzt, zumindest in dieser Bereich. Mit einer tollen Hecke hier in dem Fall. Ja, da könnte irgendein Professor wohnen oder vielleicht der Direktor. Und dann wollte ich halt hinten noch so einfach so ein paar Wanderwege durch die ganze Anlage führen hier. Ein paar Trampelpfade sozusagen. Kleine alte Kirche, eine kleine Kapelle sozusagen, die man da... Ja, alles, was ich so gefunden habe, was irgendwie auf so einen Campus passen könnte. Ja, warum nicht? Auch in die Wechsel, wo man ein bisschen was anbaut. Wenn schon eine Grünanlage da ist, dann wird ja meistens auch selber ein bisschen Pflanzenanzucht betrieben.
Ja, das war ein bisschen skaliert, das Gewächshaus, deswegen ist es nicht von normal her gepflanzt. Da auch wieder so ein bisschen Trampelfahrt. Ja. Und pflanzen, wie immer. Kram, alles was so dazugehört, muss ja irgendwie ein bisschen voll werden, ein bisschen Dekoration. Ne? Büsche über Büsche. Ja, hier sollte auch noch ein bisschen Abgrenzung nach hinten hin. Ja, und hier fange ich dann schon mal an, so allen möglichen Kram, den man so in so Gärten, Vorgärten findet, hinzustellen. Tische, Stühle, Bänke, alles, irgendwas. Immer schön verteilen, hat man ja ein paar Grundstücke. Ja, da liegen, warum nicht? So, jetzt habe ich hinten noch eine kleine Ecke begrünt. Ja, da sollten diesmal ein paar Steine hin, mal ein bisschen was anderes als nur Grünzeug und Palmen. Oh, ganz ordentlich. Ah, so eine Sache hier, die male ich natürlich gerne mal weg, weil es sonst ein bisschen unschön aussieht. Und auch wieder diese Straßenanschlüsse, Gehweganschlüsse. Ja, hier war ich mir nicht so ganz sicher. Habe ich alles mit diesem Asphalt bemalt hier. Oder Kies ist es ja. Und dann habe ich jedoch wieder Asphalt alt genommen. Das sah doch ein bisschen besser aus. Noch eine kahle Stelle gefunden. Eine andere. Diesmal die Akazien nicht in den Boden gestampft, sondern erst normal hin gepflanzt. Jo. Eigentlich schon voll. Ja. Nochmal drumherum wieder Ordnung schaffen. Hatte ich ja ein bisschen großzügig die ganze Sache frei gemacht. Parkplatz fehlt noch. Oder wenn mir die Autos auf dem Parkplatz fehlen noch. Ja, da die auf das Uni-Gelände nicht mit dem Auto rauf können, stehen hier ein Haufen Fahrzeuge rum. Ja. Hier noch ein bisschen, dass man ein bisschen Schattenwurf auf die Fahrzeuge dort hat. Sonst sieht es doch sehr steril aus. Na, ja, auch noch ein Bachhäuschen davor. Ja, einfach ein paar Bäumchen, ein bisschen Mohn hier in die Pflanze, dass man ein bisschen Farbe in diesem alten Gewächshaus hier hat. Ja, und das zweite Thema heute. Da war ja noch was übrig, hatte ich ja am letzten Video schon angedeutet, nämlich der Beinbruch, die Wehensteinbrüche hier. Ja, muss ja auch noch an, ne? Und das ist auch die letzte große Industrie, die ja hier noch nicht angeschlossen ist. Ja, muss zum Industriegebiet hin, weil es hier schon gibt. Und das ist natürlich sehr praktisch. Den Bahnhof hatte ich damals schon etwas größer angelegt. Ja, so zieht das hier so die Landschaft, ne? Hier wollte ich so ein bisschen, ist ja klar, da sind ein Haufen Straßen, ein Haufen Zeugs, das heißt, da muss eine Brücke hin, und zwar eine ziemlich große Brücke. Ja. Nicht sehr hoch, aber dafür ziemlich lang. Aber damit komme ich gleich über einige Straßen und über das Gleis mit drüber. Wir haben jetzt ein bisschen krumm noch dieser Bogen oben und habe das noch ein bisschen gleichmäßiger hier gestaltet. Hält sich auch von den Kosten in Grenzen und sieht eigentlich richtig ordentlich aus. Ja, die Stadt ist auch schon ordentlich ausgebaut. Hier wollte ich so ein bisschen an diesem Feldweg vorbei. Macht auch immer einen schönen Eindruck, wenn man dort vorbeifährt. Und manchmal ist es so, ja, da passt irgendwas nicht. Da muss man dann einfach mal ein bisschen improvisieren. Und in dem Fall hier habe ich mir gedacht, ja gut, dann muss das halt abgerissen erstmal werden und dann schauen wir mal weiter.
ist eh bloß ein Feldweg. Also es ist nicht so, dass er befahren wird. Aber hat es ja funktioniert hier mit so einem Mini-Tunnel. Und sieht eigentlich nachher, wenn wir gleich sehen, ganz ordentlich aus. Ich habe das nämlich wieder alles schön begrünt hier. Und dann passt das wieder. Ja. Ja, hier wieder mit diesem Gras hat mir noch nicht so gefallen. Dann habe ich doch wieder diesen Mais genommen und habe den da wieder überall rüber gepinselt. Aber so passt sich diese kleine Brücke dann, oder ein kleiner Tunnel schon ganz ordentlich ein. Zweites Gleis schon noch überall dazu gebaut natürlich. Und Signale natürlich da überall hingestellt. Ein bisschen glätten muss ja auch immer wieder mal sein, da bin ich aber schnell bei. Und dann ist die ganze Sache eigentlich schon angeschlossen hier. Ja, ein Stück Weg, der geht noch nicht rüber, aber egal. Ja, dann wollte ich nur unbedingt nicht ein neues Depot bauen, aber hätte man vielleicht eher machen sollen. Aber ich quer über den Acker hier so eine Schleife gepackt. Hat aber funktioniert letztendlich, also hier muss man noch ein bisschen was verändern. Um auch an den Stellen hinzukommen, wo ich hin wollte. Aber hat nachher funktioniert. Sieht ein bisschen komisch aus. Ne? So, noch irgendwie ein Zug halt, der einen Haufen Steine hierher bringen kann. Ja, ein bisschen auf die Länge geachtet, was ja auch in den Bahnhof passt. Und dann geht's auch schon los, ja. Raus und biegt sich hier in diese Wendeschleife einfach mal so um die Ecke. Ah, passt aber. Jo, und dann kann die Reise auch schon losgehen, zum Steine holen. Ja, hier oben muss natürlich noch so eine LKW-Station hin, das hat natürlich auch nicht funktioniert. Als vielleicht dann sieht, dass man das mal so ausprobiert, das werde ich auch da nicht wieder hinstellen, denn jeder, der das nachher auch spielt, muss ja auch Platz da oben haben. Um da irgendwas hinzubauen. War halt alles ein bisschen sehr eng hier. Dekorieren kann man sich das ja so, wie ich das auch wieder mache, immer noch mal, aber man muss es ja erstmal bauen können. Ein bisschen eingezäunt. Dahinter hatte ich auch noch so ein Depot, Fahrzeugdepot gebaut. Was mich da wäre ein paar LKWs, da fahren ja auch schon welche rum, die ich gleich zur Verfügung habe. Ein paar Hügel. Jetzt gucke ich nochmal, ob da wirklich schon ein bisschen Ware liegt. Gut, funktioniert also. Aber jetzt ist mir hier noch aufgefallen, dass da ein Haufen Stau entsteht, ist klar, weil die natürlich alle um den Bahnhof jetzt rumfahren, ne? Wenn ich da so ungünstig mitten im Weg gebaut habe. Durch das ewige Eingefädel, ja, kommt es da öfter mal ein bisschen zu Stau. Nicht viel, aber ein bisschen. Dann habe ich gedacht, naja, mein Gott, kann man ja da mal eine größere Straße machen, weil die meistens fahren ja sofort wieder ab, biegen wieder ab. Hat natürlich hier nicht funktioniert, weil da irgendwie eine Weiche ist. Ja, manchmal ist es so. Dann wird es noch mal schnell geändert. Ja. Nun passt das. Ja, oder auch nicht. Ja, noch mal ein bisschen nach. Hier bessert hier, der sollte ja genau, da sollte so eine Abbiegespur dann kommen. Und das kann man natürlich nur machen, wenn es lang genug ist, sonst steht davor wieder ein bisschen Stau. Komisch, eigentlich kann ich die breite Straße nicht reinbauen, aber so macht er. Ja, manchmal so kann ich sie nicht bauen, so baut er sie von alleine. Ja, ist komisch, manchmal ist es so. Also auch hier muss ich so einen kleinen Kompromiss eingehen, eine kleine Kurve hier. Ist ja nicht schlimm, kann man vielleicht noch ein bisschen dekorieren. Ja, den brauchen wir da jetzt eher nicht. Soll ja fix vorangehen. Ja, funktioniert, denke ich mal. Genau, jetzt muss die Ware noch auf der anderen Seite von der Industriegebiet hingebracht werden. Nämlich da. Von alleine passiert dann nämlich nichts. Und da werden auch Steine benötigt da hinten. Also nochmal zwei LKW-Stationen, die einfach nur diese kleine Stückchen überbrücken hier. Kann man ein bisschen kleinere LKWs nehmen. So. Haben wir schon ein paar ausgesucht, die jetzt dort sozusagen eine kleine Strecke fahren. Die sollen natürlich ein bisschen im Kreis fahren, deswegen habe ich dann noch ein Signal gesetzt, also einen Wegpunkt gesetzt, hier, dass die wirklich so ein bisschen drumherum fahren. Eine Richtung hin, andere zurück. Und da geht's schon los. Das ist jetzt die Mitfahrt von unserem Steinabbau immer quer durch die Landschaft zur Industrie hin. Ja,
schöne Weitsicht hier, schöne Landschaft. Man sieht auch, wie groß die Städte sich dort ausgebaut haben. Verkehr ist überall. Ah, hier über diese ewig lange Brücke. Ah, unten auch Zugverkehr, da hinten fahren auch LKWs von mir. Das ist schon ein bisschen was in Jange hier. Die Palmplantagen, die sind natürlich jetzt ganz schön durchzogen von Straßen. Die Stadt hat sich extrem ausgebaut. Aber trotzdem, wenn man noch ordentlich anzusehen, ob die Palmen im Rand hier. Und da hinten sieht man schon das Industriegebiet Qualmen. Das Maisfeld. Oh, dieser Sandweg, der Feldweg am Rand, ist auch schön geworden. Und da sind wir auch schon angekommen. An unserem Industriegebiet. Hat eigentlich ein bisschen was an Bord. Ja, ein bisschen was hat er schon mitgenommen an Steine. Hier liegt auch ein bisschen Ware. Da hinten liegt Stahl schon rum. Wird in eine andere Richtung abtransportiert. Also die Wirtschaft funktioniert. So, und mit dieser kleinen Busfahrt sind wir auch schon am Ende dieses Videos hier angekommen. Und nicht nur das. Eigentlich sind wir am Ende angekommen von all diesen Videos von dieser Karte, die in der Art jetzt von mir gemacht wurden. Noch mehr werde ich jetzt hier nicht aufnehmen. Es wird noch mal ein zusammenhängendes Video geben, ja, wo ich sozusagen mal so einen Überblick über die ganze Karte zeige, wie die jetzt geworden ist letztendlich. Bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich sie schon mit dieser gesamten Infrastruktur, also mit Gleisen oder so, ob das Video damit sein wird. Oder ob ich die ganze Karte schon wieder ein bisschen zurückbaue und dann als Map sozusagen ohne Gleise, ohne Schiffe, ohne Flugzeuge und ohne die ganzen Depots und LKW-Stationen, wie sie nachher halt letztendlich angeboten werden soll, ob ich damit denn schon nochmal ein Video mache, da bin ich mir halt noch nicht ganz so schlüssig. Aber letztendlich so oder so, so ein letztes abschließendes Video wird es noch geben. Und dann wird relativ zeitnah diese Karte ja auch veröffentlicht. Ich hoffe, es gibt nicht so viele Probleme mit dem Update des Spiels, was jetzt kommen soll. Da wird natürlich nochmal bei mir überall alles kontrolliert, ob alle Mods funktionieren und so weiter und so fort. Ja, und mit diesem Blick hier auf meine Universität will ich mich dann auch verabschieden. Ich hoffe, ihr seid auch beim anderen Video oder bei den nächsten Videos, die ja irgendwie kommen werden, dabei. Und ladet euch vor allen Dingen alle die Karte runter nachher. Ein Safe Game wird es vielleicht auch geben, also so wie der Stand jetzt ist. Oder sogar vielleicht noch ein bisschen weitergebaut, mal sehen. Ja, und damit bis zum nächsten Mal.